Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video, Friends. Wir geben uns heute von Dadan und Hava den neuen Track, der jetzt auch schon ein paar Tage draußen ist. Hi, den ich mir aber unbedingt noch geben wollte. Wir haben uns ein bisschen zurückerinnern, Mailbox gegeben, den ich sehr gut fand zum Beispiel. Und ja, jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich höre Hava und... Wobei, Hava höre ich eher selten privat, weil sie ja auch eher viel persönliche, sentimentale Tracks hat, die so ein bisschen ruhiger teilweise auch sind. Da dann eher öfter, aber auch da eher die älteren Sachen, ja. Das eher neuere, was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist Paradrill, was ich in meiner Reaction gar nicht mochte. Mit der Hook musste ich mich, habe ich mich in der Reaction komplett quergestellt. Habe ich mich drauf eingelassen, öfter gehört, fand ich gut, höre ich mittlerweile gerne. Ansonsten höre ich immer noch so Sachen wie Wer macht Para, Wer macht Para 2, was gibt's noch für Tracks von Dardan? Mabey höre ich immer noch gerne. Also da habe ich so ein, zwei Klassiker in Anführungsstrichen, die ich gerne höre von ihm. Der neuere Stuff ist mal so irgendwie. Also mal ja, mal nein, ist immer so ein 50-50-Ding, ob ich das mag oder nicht oder ob ich es öfter hören muss. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wir hören rein, Freunde, bei Hi. Link zum Original in der Beschreibung. Das Ganze ist von. Ist das von einem Album? Ne, steht hier zumindest nicht drauf. Ist aber. Produktion, Recording and Mix by Menju. Alright. Wir werden rein, Freunde. Ich bin gespannt. Let's go. Imperium Music. Wir haben einen Panther. Dadan im Auto, so wie in jedem Musikvideo gefühlt, am Fahren. Video von Fatih TV. Fatih macht gute Videos. Macht, glaube ich, die meisten für Dadan. Diese gesungene Melodie gerade kommt mir ein bisschen bekannt vor. Hey, du machst mich halt, glaub ich komme nicht weg von dir. Und ich schaff's nicht weit ohne dich, also bleib bei mir. We go deep inside. Ey, ich muss sagen, da dann einer der wenigen Männer, wo ich das richtig... Richtig, ja, attraktiv. Ich sag's, ich das attraktiv finde, wenn die so Mäntel tragen. Also daran, Mäntel stehen ihm sehr gut, muss man sagen. Okay, direkt das mit Attraktivität weggemacht hier bei diesem Polunder, den er anhat. Direkt wieder, nee, streich das weg. Komm, sag ihr laut, ich bereue keinen einzigen Tag. Meine Seele dich braucht. Deine Blicke machen mich so hi, 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 hi. Okay, also bis jetzt der Anfang hat mir nicht ganz so zugesagt, weil es zu langsam ist und ich mag dieses genuschelte, mumbelige, was es ja sometimes hier ist, nicht so gerne. Bei Dadan zumindest nicht so gerne. Weil meine Seele dich braucht. Deine Blicke machen mich so hi, 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 hi. Auch wenn du mich hältst, fühle ich mich frei. Hi, 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 hi. Okay, das ist nice. Und egal wo du bist, ich will bei dir sein. Mhm. Wenn du weg bist, alles denn bei. Okay, ich mag das. Ich bin immer Fan davon. Zeile für Zeile sich abwechseln. Bam, 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 bam. Finde ich nice. Kommt ein bisschen Dynamik rein. Wird ein bisschen schneller. Gefällt mir. Na, na, na. Diese Melodie, das war am Anfang schon gesungen. Dieses da, 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 da. Woran erinnert mich das? Woher kenne ich das? Da, 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 da. Kenne ich irgendwo. Oh, wir haben so ein bisschen orientalische Vibes im Beat. Okay, ist allgemein noch ein ruhigerer Song ein bisschen. Okay, ich hätte mir ein bisschen mehr Pep noch gewünscht in der Hook vielleicht. Ein bisschen was Lauteres, Schnelleres. Dass der Beat vielleicht auch noch ein bisschen lauter wird. Aber ansonsten, ich mag die Melodie. Die kommt mir halt ultra bekannt vor. Ich weiß nicht, ob es von irgendwo gesampled ist, eine Abwandlung ist von irgendetwas. Oder ob es sich nur stark an irgendwas erinnert. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr Power, mehr Pep noch gewünscht in der Hook. Ich versuch's, hab keine Kraft, weil du es noch schlimmer machst. Mann, ich hasse diese Phase. Ich erinnere mich an diese Tage. Aber Hava, wunderschöne Stimme. Doch bist du nicht da, bin ich verdammt. Sag, wo bist du, nicht sie tun.
trotzdem auch mal gemerkt, krasse, krasse Stimme, also wirklich eine unfassbare Stimme von Hava. Versteh dich auch, ich hab keinen Grund zu gehen, weil mein Herz dich braucht. Deine Blicke machen mich so hei, 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 hei. Auch wenn du mich hältst, fühle ich mich frei, hei, hei, hei. Ich mag die Bridge aber, die Bridge gefällt mir. Und egal wo du auch bist, ich will bei dir sein, hei, 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 hei. Beide auch sehr kunstinteressiert, glaube ich, und sehr modeinteressiert, immer sehr ausgefallene Outfits. Wenn du weg bist, alles stand by, ja, 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 ja. Na, na, na. Das gefällt mir noch. Und jetzt? So, hei, hei, hei. Und jetzt hätte gerne noch ein bisschen mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr Inhalt in der Hook, als nur dieses hei, ja, 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 ein bisschen mehr Inhalt noch, hätte ich mir gewünscht. Wäre geil gewesen. Was ich geil gefunden hätte, wenn sie Hälfte Hook gemacht hätten, erste Hälfte meinetwegen Dardan und da hätte im Hintergrund halt Hava dieses Hai, ja, 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 wie es jetzt ist, auch mit dem Beat, genauso wie es jetzt ist beides, hätte sie diese Melodie eingesungen, dieses Hai, ja, 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 ja eingesungen und Dardan hätte aber Text gehabt, hätte einen normalen Part gerappt, einen normalen Anteil in der Hook gerappt oder gesungen oder whatever, dann zack, zack, Change. Und da dann macht die Background-Vocals, wo er hi ja 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 sagt und wo der Beat auch so same ist, gleiche Lautstärke wie jetzt, aber Hava halt irgendwie ein bisschen Text hat, ein bisschen Part hat. Hätte ich mir sehr gut vorgestellt gerade, also das wäre vielleicht, wäre ein nicer Turn gewesen nochmal in der Hook. Ey, das ist aber, da kann man nichts anderes sagen als ein gepflegtes Poster. Das ist einfach ein Poster, Mann. Die beiden, bravo. In 3 Wochen, das kriegt ihr als DIN A4 Poster. Ich klär's ab mit euch. Geil. Aber schöner Beat auf jeden Fall auch. Schöner, entspannter, chilliger Beat. Oh, wir haben noch am Ende noch eine wichtige Szene hier, Schlüsselszene. Also das ist einfach nur die Tour. Promo, oder? Album-Promo? Ja, die Tour-Promo, okay. Ey, also für mich hat der Track vielleicht ein bisschen Potenzial verschenkt. Gerade, wie gesagt, so wie ich die Hook beschrieben hätte, hätte ich es mir sehr, sehr gut vorgestellt. Aber ich mag auch so ruhigere Sachen bei Dardan halt einfach nicht so gerne. Ich mag, wenn er ein bisschen auftritt, wenn es ein bisschen lauter ist. Oder so ein bisschen in diese melodische Richtung, wie bei Marbey geht. Deswegen für mich schwer zu sagen, ich finde, die Bridge war enorm gut, Hava war extrem stark mit ihren Vocals wieder und ich mag halt Dardan einfach so ruhig und so leise nicht so gerne, deswegen für mich jetzt nicht so der Top-Track meiner Meinung nach. Hätten sie die Hook vielleicht gechanged, hätte ich sehr gefühlt, es war so ein bisschen inhaltslos einfach, aber trotzdem schöne Melodie, aber auch... Ich finde es einfach cool, die beiden zusammen zu sehen und zusammen zu hören. Trotzdem vielleicht ein bisschen Potenzial verschenkt hier. Schreibt mir auch mal dazu gerne rein in die Kommentare, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.